hier ein kurzes Video. Schulter drücken am Kabelzug mit dem Dreiecksgriff. Für mich eine richtig gute Methode, die vordere Schulter zu beanspruchen. Ich weiß, man hat die vordere Schulter bei vielen Übungen dabei, vor allem beim Brusttraining, allgemein beim Schultertraining. Aber ich möchte hier wirklich eine Variante zeigen, wie ihr die vordere Schulter trotzdem ganz gezielt beanspruchen könnt. Weil es gibt natürlich auch viele Leute, die haben hier entsprechend ihre Schwächen. Also ich bin hier mit dem Oberkörper in der Position, ich könnte auch hier reingehen, ja, ich könnte mich hier absetzen. Der Vorteil ist hier, dass ich den ganzen Körper auf Spannung halten muss, meiner Meinung nach. Und dann muss die ganze Bewegung kontrollierter sein, versteht sich jemand? Ich kann hier nicht scheißen und gar nichts. Und natürlich wegen der Zugbelastung habe ich, nicht wie bei Kurzhandeln, ich habe die ganze Zeit diese Gewichtsbelastung, also diese Zugbelastung auf der Schulter. Ja, aber wie gesagt, der Vorteil ist, durch das, dass ich mich hier statisch so halten muss, bin ich gezwungen, die Bewegung sauber, konstant und gleichmäßig auszuführen. Anders geht's nicht. Weil sonst trippy. Und deswegen natürlich nicht. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you just freaked out, keep ready for defeat. Now I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and bleed out all the week now. Und jetzt ist es aus. Jetzt zeige ich gleich noch die zweite Variante. Liegend auf der Flachbank ist eigentlich fast dasselbe. Nur, dass ich mir hier fehlt diese Komponente weg, dass ich meinen Körper stabilisieren muss. Das heißt, hier kann ich mich noch ein bisschen mehr auf diese Bewegung, nur auf diese isolierende Bewegung konzentrieren. Jetzt dasselbe Gespiel. Hier im Link. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. So wirst es aus. Wie gesagt, das sind für mich zwei super Übungen für vordere Schulter. Jeder hat eine andere Struktur, ja. Jeder hat eine andere Mechanik. Der eine hat viel mehr schräge Brustmuskelfasern und der andere weniger. Für jeden funktioniert immer das Gleiche. Und ich versuche einfach nur Übungen zu zeigen, wie ihr die Schwachstellen ausmerzen könnt. Also, haut's rein. Bis zum nächsten Video. Hau die Ehre.